Herr Gondorf, sage ich jetzt als Trainer, Ihr Fazit zum Spiel? Ja, natürlich glücklich über die 3 Punkte. Wir konnten sie gut brauchen. Wir haben jetzt 5 auf dem Konto, sind jetzt auch wieder gut dabei. Hättest du heute verloren, rutschst du natürlich auch wieder ein bisschen ab. Und dann kann es natürlich auch schwer werden von Spiel zu Spiel. Von daher bin ich glücklich und sehr stolz auf meine Mannschaft, vor allen Dingen, dass sie heute 3 Punkte geholt haben. Wie haben Sie das Elfmeter gesehen? War ja jetzt keine einfache Entscheidung, vielleicht auch umstritten? Ja gut, ich habe jetzt mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen. Natürlich gibt es da immer geteilte Meinungen. Ich glaube, für mich und auch einige Zuschauer ist es einfach schwer zu beurteilen vom Spielfeldrand aus. Letztendlich gehört auch vielleicht ein bisschen Glück dazu oder besser gesagt ein bisschen Geschick dazu. Aber ich glaube, wie meine Rücksprache mit dem einen oder anderen Spieler war, dass es schon berechtigt war, wie gesagt. Und dass es halt 1-0 ausgeht durch einen Elfmeter, das nehme ich dann gern in Kauf. Das ist jetzt Ihre erste Station als Trainer. Wie ist es? Ja, es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs. Ich habe ja mit vielen noch zusammengespielt. Ist auch nicht immer ganz einfach da, glaube ich, einen Übergang zu schaffen, auf einmal ihr sogenannter Vorgesetzter zu sein. Aber die Jungs ziehen voll mit. Wir haben einen guten Austausch, eine gute Kommunikationsebene eben gefunden. Und haben uns dementsprechend noch gut verstärkt. Von daher alles ganz junge, anständige Typen mit 1-2 Erfahrenen, wie Patrick Becker und meinem Bruder. Und ich glaube, die Stimmung im Team, die stimmt auf jeden Fall. Was die erbrachte Leistung bisher angeht im Soll? Ja, jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir auch hin wollten. Was mir wichtig ist, dass wir weiterhin ungeschlagen sind. Die ein oder andere Mannschaft wird sich auch eben in Strümpfelbrunn, wo man vielleicht einfach sagt, vom Papier her, da musst du gewinnen. Vielleicht tut sich da auch die ein oder andere Mannschaft schwer. Ist nicht einfach. Aber Fußball ohne Kampf geht eben nicht, auch nicht bei uns. Und die Spieler haben das im Laufe der Woche begriffen, haben das erarbeitet, schon im Training in die Zweikämpfe zu gehen. Und das ist für mich dann der absolute Lohn, dann sich mal mit einem Sieg eben am Wochenende zu belohnen. Eben. Mit Ermin Besic wurde der Torwart, den Sie ja vor der Saison verpflichtet haben, von Reichenbach, der ging ja wieder zurück. Wie kam dieser Wechsel zustande? Ja, ist natürlich ein bisschen überraschend gekommen. Ich glaube, das ist sowieso 1-2 Tage vor Transferschluss. Ich glaube, war dieses Jahr auch wieder einiges geboten. Wie gesagt, bei uns, mein Wunsch war es, mit 2 Torhütern in die Runde zu gehen. War nicht ganz einfach, durch das, dass wir mit dem Ermin Besic zunächst den Spieler eigentlich verloren hatten. Aber da gehören eben viele Dinge auch im Hintergrund dazu, die man in der Öffentlichkeit vielleicht auch gar nicht weiß. Und dann hat sich diese Möglichkeit für uns ergeben. Die haben wir natürlich genutzt. Und ich bin glücklich eben mit 2 Torhütern. Ich denke, es wäre fahrlässig gewesen, mit nur einem Torhüter in die Runde zu gehen. Man weiß nie, wie es kommt. Meistens trifft dann eben dieses Schicksal, dass sich dieser hier noch verletzt. Von daher bin ich umso glücklicher, dass er wieder bei uns ist. Herr Gondorf, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ebenfalls, Dankeschön. Macht's gut.